Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pecher. Für die Freien Demokraten hat sich der Abgeordnete Promny zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht begann in Kooperation mit DITIB Hessen und der Ahmadiyya-Gemeinde im Schuljahr 2013/2014. Unter der Verantwortung des damaligen Integrationsministers Jörg-Uwe Hahn und unter den Kultusministerinnen Dorothea Hensler und Nicola Beer führte Hessen als erstes Bundesland den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes ein. Vorausgegangen waren intensive Verhandlungen mit dem Ziel, eine verfassungskonforme Umsetzung eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts in Hessen zu realisieren. Mit dieser Konzeption wurde sichergestellt, dass der Unterricht als ordentliches Lehrfach durchgeführt wird. Und es ist bei Vorrednern schon angeklungen, dass er nach einem einheitlichen Curricula in deutscher Sprache und durch staatliche Lehrkräfte durchgeführt wird. Diese Kriterien, meine Damen und Herren, sind für uns maßgeblich, weil sichergestellt sein muss, dass die Grundlagen des Kooperationsvertrages eingehalten werden. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass die Einhaltung überprüft wird und auch die Schulaufsicht ihre Aufgaben wahrnimmt. Die Freien Demokraten haben in den vergangenen Jahren den zögerlichen Kurs der Landesregierung diesbezüglich kritisiert, aber nicht, weil diese aus ideologischen oder politischen Gründen infrage gestellt wurde bzw. wird, sondern weil die Einhaltung der Kriterien zwingend notwendig ist, um den bekenntnisorientierten Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach anzubieten. Hier trägt das Land Verantwortung für über 3.000 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 1 bis 6 an den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht teilgenommen wird und auch für die Lehrkräfte, die als hessische Lehrerinnen und Lehrer tätig sind. Die bisherige Verzögerungstaktik der Landesregierung ließ die nötige Ernsthaftigkeit vermissen und schaffte darüber hinaus auch Freiräume für Spekulation und Gedankenspiele, die der ursprünglichen Zielsetzung zuwiderliefen. Wir wollten mit dem Angebot die Integration stärken und die Kinder und Jugendlichen durch einen verfassungskonformen Unterricht davor bewahren, dass sie auf die sogenannten religiösen Lehren in diesen sogenannten Hinterhofmoscheen bauen. Das Wissen und die kritische Auseinandersetzung, die in den Curricula angelegt ist, sollten als Gegenpol hierfür zur Verfügung stehen. Und deshalb muss auch gewährleistet sein, dass die Auflagen, die im Dezember 2017 nach der Auswertung der drei Gutachten von Seiten des Hessischen Kultusministeriums an DITIB herangetragen wurden, vorbehaltslos erfüllt werden. Die Unabhängigkeit vom Bundesverband und von der Türkei muss erfüllt sein. Denn genau diese Maßgaben waren bereits wesentlicher Bestandteil des damaligen Kooperationsvertrages. Wir wissen, dass der Landesverband im November 2018 eine Satzungsänderung verabschiedet hat und eine Stellungnahme gegenüber dem Kultusministerium abgegeben hat. Die Einschätzung und das weitere Vorgehen des Kultusministers dazu ist seit letzter Woche allgemein bekannt. Die Kommentierung in den Medien war unterschiedlich. Von Lords macht sich mit immer neuen Fristen unglaubwürdig, bis Lords geht besonnen, aber konsequent vor. Es war alles dabei. Aber unabhängig davon, wie man jetzt zu dieser Kommentierung stehen mag, so ist und bleibt die angestoßene heutige Debatte nicht zielführend und der Antrag auch nicht zustimmungsfähig, weil dort werden Ergebnisse vorweggenommen.
Und diese Vorwegnahme der Ergebnisse basiert auf Mutmaßungen und Spekulationen. Und wenn man sich mit Vorurteilen zu Wort meldet, ist eine demokratische Debatte in der Regel vorbei. Die Lücken im Wissen sollten nicht mit Vorurteilen gefüllt werden, sondern sie sollten mit Fakten, Tatsachen und Erkenntnissen gefüllt sein, meine Damen und Herren. Klar ist aber auch, wenn die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Kooperationspartnerschaft nicht mehr vorliegen, dann müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Das ist das Gebot der Rechtsstaatlichkeit. Seit über zwei Jahren fordern wir Freien Demokraten von der Landesregierung ein Konzept, welches dann auf den Weg gebracht und umgesetzt werden kann. Und seit dieser Zeit vertröstet uns die Landesregierung und wird nicht aktiv. Hier wäre auch beispielsweise von Interesse zu erfahren, inwieweit die schulaufsichtlichen Maßnahmen, unter anderem in Form unangekündigter Unterrichtsbesuche, intensiviert wurden und zu welchen Ergebnissen die Schulaufsicht gekommen ist. Und vor allem erwarten wir eine rechtssichere und tragfähige Antwort auf die dringliche Frage, wie die Hessische Landesregierung es langfristig, ich bemerke langfristig, gewährleisten möchte, dass, und hier darf ich zitieren aus einer Pressemeldung des HKM, es auch künftig ein religiöses Bildungsangebot für Kinder muslimischen Glaubens an Hessens Schulen geben wird und damit eine der staatlichen Schulaufsicht unterliegende Alternative zu Koranunterrichten in Moscheen oder Moscheevereinen, falls die Beurteilung schlussendlich negativ ausfallen wird. Trotz oder gerade aufgrund dessen, dass man nun erst einmal DITIB und nicht das Land hier unter Zugzwang steht, erwarten wir vom Kultusministerium in der Zwischenzeit eine detaillierte Darstellung aller rechtssicheren Handlungsoptionen für den Fall, dass man sich gegen eine Fortführung der Zusammenarbeit mit DITIB entscheidet. Es ist daher auch notwendig, dass wir zeitnah auch im zuständigen Ausschuss informiert werden, sodass sämtlichen Spekulationen frühzeitig Einhalt geboten wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir Freien Demokraten stehen für eine verfassungskonforme Lösung ein und für das Grundrecht auf Religionsfreiheit, das für uns zum Grundbestand der liberalen Menschenrechtstradition gehört. Und dazu zählt in diesem Land auch die Möglichkeit eines bekenntnisorientierten Religionsunterrichts gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes sowie Artikel 57 Absatz 1 der Verfassung des Landes Hessens. Vor diesem Hintergrund halten wir das Anliegen, mit dem in der 18. Legislaturperiode begonnen wurde, für grundsätzlich richtig. Und wir möchten grundsätzlich, dass muslimische Schülerinnen und Schüler weiterhin einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht besuchen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Bromny. Als nächstes hat sich der Abg. Daniel May von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist vom Vorredner schon ausgeführt worden, dass wir eine eindeutige Verfassungslage haben, die eine sehr gute Tradition des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts in Hessen begründet. Diese wird im Wesentlichen von christlichen Kirchen angeboten, aber nicht nur. Darauf hat der Kollege Schwarz schon hingewiesen, dass wir dort schon seit Längerem eine größere Bandbreite haben, die weit über den katholischen und evangelischen Religionsunterricht, der am gängigsten ist, haben. Und für uns GRÜNE ist klar, alle, die das wollen, sollen ihren Glauben in unserem Land innerhalb der Regeln unserer Verfassung leben können. Und für alle Religionen gilt das gleiche Recht. Und das gilt dann auch in Bezug auf den bekenntnisorientierten Religionsunterricht. Danke schön. Und es ist auch unstreitig positiv, dass viele Kinder in der Schule etwas über ihre Religion erfahren und ihren Glauben reflektieren können. Es ist eine Errungenschaft, die wir erhalten wollen.
Und die noch relativ junge Geschichte des Islams als Unterrichtsfach in Hessen ist nach Rückmeldung aus den Schulen ein Erfolg. Eltern, Lehrerkollegien und Bildungsexperten haben sich in der Vergangenheit gleichermaßen zufrieden geäußert. Für mich bedeutet das, dass das Recht auf religiösen Unterricht grundsätzlich allen Kindern ermöglicht werden sollte und für muslimische Kinder vielmehr von der Ausnahme zur Regel werden sollte. Hessen ist Vorreiter gewesen, indem es den islamischen Religionsunterricht eingeführt hat. Es ist gut, dass wir ihn haben und somit einen aufgeklärten Islam durch hessische Lehrerinnen und Lehrer an hessischen Schulen nach hessischem Curriculum unterrichten und dass an unseren Universitäten islamische Theologie wissenschaftlich betrieben wird. Dies ist gelebte Integration. Und ich finde auch, den Weg der Vorvorgängerregierung in Hessen, den Weg eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts einzuschlagen, ist aus zwei Gründen wohl begründet gewesen. Erstens ist es meine feste Überzeugung, dass eine Reflexion des eigenen Glaubens am besten dann geschehen kann, wenn der Unterricht aus dieser Perspektive heraus stattfindet. Zweitens schafft man so keine Differenz, sondern einen Gleichklang zwischen dem im Wesentlichen christlichen Religionsunterricht und dem islamischen Religionsunterricht und schafft hier eine wahrgenommene Gleichwertigkeit. Diese Überlegungen waren und sind richtig, und es ist wichtig, ja notwendig, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass wir diese so grundsätzliche Frage davon trennen, wie wir die Kooperation mit DITIB bewerten. Denn klar ist, ohne Religionspartner kann es keinen bekenntnisorientierten Religionsunterricht geben. Daher ist auch die Frage wichtig, wer ist unser Partner. Aber trotzdem ist diese Grundüberzeugung, dass wir nämlich alle Religionen gleich behandeln wollen und müssen, dass das unser Verfassungsrecht uns so vorgibt und dass das auch unsere innere Überzeugung ist, ist eine komplett andere Frage. Und an dieser Stelle hat die Kollegin Kuhler Ihnen sehr gut nachgewiesen, dass Sie zwar von DITIB sprechen, aber in Wirklichkeit alle Muslime meinen. Und es ist ja auch, Sie haben zwar hier versucht, in Ihrer Kurzintervention das zu widerlegen, aber wenn Sie das Protokoll sich nachher anschauen werden und die Zwischenrufe Ihrer zweiten Reihe sich anschauen werden, dann hat Frau Kuhler hat vorgehalten, dass andere Moscheegemeinden, dass andere Moscheegemeinden und andere Islamverbände als Partner in Frage kommen. Da kam der Zwischenruf, Sie wollen noch mehr. Sie hat Ihnen vorgehalten, dass in Ihrem Programm steht, dass Religion, dass Islam keine Religion sei, sondern eine politische Meinung. Kam der Zwischenruf aus Ihrer zweiten Reihe? Das ist doch so. Also, wen verteidigen Sie eigentlich hier? Stehen Sie doch zu dem, was Sie hier versuchen. Und das, was Sie hier versucht haben, war, DITIB zu schlagen, aber eigentlich alle Muslime zu meinen. Gleichwohl ist die Frage notwendig und berechtigt, ob DITIB Kooperationspartner für das Land Hessen sein kann, ob die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Und ich muss Ihnen auch nicht verheimlichen, dass auch bei uns in der Fraktion es diesbezüglich sehr große Zweifel gibt. Ein wichtiger Punkt ist da die mögliche Einflussnahme der Türkei über die Religionsbehörde dort und deren Verbindung zu DITIB, die hier schon dargestellt wurde. Für uns Grüne ist vollkommen klar, kein fremder Staat darf irgendwie auf irgendeine Art und Weise hessischen Unterricht mitbestimmen können. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die wissenschaftlichen Gutachten, die sehr fundiert sind, gesagt haben, es gibt eine mögliche strukturelle Verbindung, aber sie hat in der Praxis bislang keinerlei Relevanz gehabt. Sie hat bislang keinerlei Relevanz gehabt. Aber, ist vollkommen klar, auch wenn es nur eine Möglichkeit war, sie muss geschlossen werden. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, und das hat der Kollege Schwarz auch noch einmal sehr gut ausgeführt, der Unterricht im islamischen Religionsunterricht in Hessen ist, und das war auch die Bewertung nach mehreren unangekündigten Unterrichtsbesuchen, tadellos. Die Lehrerinnen und Lehrer, welche diesen erteilen, sind
Hessische Beamte unterrichten ein staatliches Curriculum. Und daher ist es wichtig, dass wir in dieser Debatte immer klar differenzieren zwischen DITIB und unseren Lehrerinnen und Lehrern und dass wir uns vor unsere Lehrerinnen und Lehrer stellen und ihnen danken für den guten Unterricht, den sie hier leisten. Dass DITIB Partner wurde, war an Bedingungen geknüpft. Und es wurde im letzten Jahr die Aufforderung noch einmal erteilt, bis zum Frist 31.12.18 der Landesregierung vorzulegen, dass es eine organisatorische Trennung gibt und dass die Eigenschaften einer Religionsgemeinschaft gegeben sind. DITIB hat nach Aussagen der Landesregierung geliefert, aber nicht vollständig. Da aber dadurch das Bemühen erkenntlich gemacht wurde, die Anforderungen der Landesregierung zu erfüllen, konnte logischerweise nicht auf einer nicht vollständigen Erfüllung die Partnerschaft beendet werden, sondern es war geboten, eine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Erst nach Ende dieser Frist, dieser Nachfrist, und nur dann, wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden, wäre es geboten, die Zusammenarbeit mit der DITIB endgültig zu beenden. Wer jetzt etwas anderes zu diesem Zeitpunkt formuliert, tut das aus einer Situation von Vorurteilen und garantiert kein rechtsstaatliches Verfahren. Und deswegen ist der Antrag, der heute auf dem Tisch liegt, nicht zustimmungsfähig. Sollte es so sein, dass auch die Nachfrist zu dem Ergebnis kommt, dass DITIB die Anforderungen nicht erfüllt, so müsste der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht in Islamkunde überführt werden. Entscheidend für uns GRÜNE ist, wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo es kein schulisches Angebot mehr für muslimische Schülerinnen und Schüler mehr gäbe. Daher ist es auch richtig, dass jetzt ein Schulversuch für die Jahrgangsstufe 7 Islamkunde als Ersatzangebot aufgebaut wird. Wir setzen damit ein klares Signal an Lehrerinnen und Lehrer, an Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch im Übrigen an diejenigen, die jetzt gerade in einer Lehrerausbildung sind oder die in der Lehrerausbildung tätig sind, dass es weitergehen wird. Ich finde es richtig, dass wir dieses Signal der Verlässlichkeit heute setzen. Aber es gibt noch eine andere Konsequenz, und die muss natürlich genauso klar sein. Das ist ein ergebnisoffener Prozess. Wenn DITIB das liefert, was wir von Ihnen verlangen, natürlich geht es dann weiter mit Ihnen als Kooperationspartner. Sehr geehrte Damen und Herren, der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht war und ist die größtmögliche Analogie zur Organisation des christlichen Religionsunterrichts mit den evangelischen und katholischen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften. Die Politik hat den Wunsch, für Kinder einen wissenschaftlich fundierten islamischen Religionsunterricht anzubieten. Und wir GRÜNE begrüßen diesen Ansatz der Gleichbehandlung der Weltreligion in Bezug auf den Religionsunterricht. Ob wir dazu im Bereich des islamischen Religionsunterrichts in der Vereinigung DITIB noch einen Partner haben, das liegt jetzt bei DITIB. Die Anforderungen der Landesregierung müssen vollständig erfüllt werden. Da wird es keinen Rabatt geben. Religionskunde ist dann eine Lösung, wenn wir keinen Partner mehr hier hätten. Wichtig ist aber an dieser Stelle noch einmal das Signal, in jedem Fall gibt es ein Angebot für muslimische Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank, Herr Abg. May. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Lotz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Irgendwie hätte man ja darauf wetten können, dass der erste Setzpunkt der AfD in diesem Hause etwas mit Islam zu tun haben würde. Aber gut, deswegen habe ich die Wette ja auch gewonnen. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, um nicht nur über DITIB zu reden, das werde ich auch noch tun, sondern um vor allen Dingen ein paar Dinge klarzustellen, die keineswegs nur den islamischen Religionsunterricht betreffen, sondern ganz generell das System des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, wie ihn das Grundgesetz und die Hessische Landesverfassung vorsehen. Meine Damen und Herren, es hat nämlich einen guten Grund, warum der Religionsunterricht so detailliert im Verfassungsrecht geregelt ist. Das ist in anderen Verfassungen, also in den Verfassungen anderer Staaten, keineswegs der Fall. Es ist ein weltweit einzigartiges System.
das das deutsche Staatskirchenrecht hier etabliert. Und deswegen nehme ich Sie noch gar nicht übel, dass Sie ausweislich der Formulierung in Ihrem Antrag das einfach noch nicht verstanden haben. Es ist eine komplexe Materie. Aber genau deswegen müssen wir auch darauf achten, und das ist jetzt der Appell an alle in diesem Hause, und da bedanke ich mich auch ausdrücklich bei den anderen Fraktionen, dass sich in der Öffentlichkeit nicht irgendwelche gravierenden Missverständnisse breitmachen. Und da fangen wir mal mit Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz an. Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen, und wir reden ausschließlich von diesen hier, ein ordentliches Lehrfach. Er unterliegt dem staatlichen Aufsichtsrecht. Aber er muss auch, das ist nämlich die Essenz des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der jeweiligen Religionsgemeinschaft erteilt werden. Was bedeutet das im Einzelnen? Der Religionsunterricht, das ist ja jetzt schon ein paar Mal gesagt worden, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, ist eine staatliche Veranstaltung. Es unterrichten staatliche Lehrkräfte, die übrigens außer Religion, das sind alles deutsche Beamte, und die haben außer Religion auch noch andere Fächer. Sie haben eine staatliche Lehrbefähigung, deutsche Staatsexamina, und sie unterrichten nach staatlichen Kerncurricula oder Lehrplänen, und das unter der Aufsicht der staatlichen Schulämter. Ich will das hier noch einmal deswegen ganz klar feststellen, weil, und das zeigt der Punkt 2 des vorliegenden Antrags, immer wieder diese Vorstellung draußen in der Öffentlichkeit herumgeistert, die Religionsgemeinschaften, wer jetzt auch immer, würden in irgendeiner Weise Unterricht erteilen an unseren staatlichen Schulen. Und deswegen will ich einmal ganz klar hier sagen, es gibt keine Religionsgemeinschaft, keine, die an unseren staatlichen Schulen Unterricht erteilt. Kein DITIB und auch sonst niemand. Es ist ausschließlich der Staat. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt, was ist dann die Rolle der Religionsgemeinschaften im bekenntnisorientierten Religionsunterricht? Und wiederum aller Religionsgemeinschaften, mit denen wir bekenntnisorientierten Religionsunterricht machen. Und es ist keineswegs zwingend. Man kann auch Religionsgemeinschaft sein, ohne Religionsunterricht zu erteilen. Umgekehrt geht es natürlich nicht. Wir haben alleine 37 Körperschaften des öffentlichen Rechts, also Religionsgemeinschaften, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts eingetragen sind. DITIB gehört übrigens nicht dazu. Das ist nämlich auch keine Voraussetzung für bekenntnisorientierten Religionsunterricht. Aber 37 Religionsgemeinschaften, die den Körperschaftsstatus haben, 13, mit denen wir bekenntnisorientierten Religionsunterricht machen. Das sind also zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ein bekenntnisorientierter Religionsunterricht ohne Orientierung an einem bestimmten Glaubensbekenntnis, das ist schon denklogisch unmöglich, meine Damen und Herren. Und deswegen muss die Religionsgemeinschaft das staatliche Curriculum für den entsprechenden Religionsunterricht quasi im fasten Sinne des Wortes absegnen, also muss ihm zustimmen. Und deswegen brauchen die staatlichen Lehrkräfte für den Religionsunterricht, aber auch nur für diesen Unterricht, auch eine Lehrerlaubnis der Religionsgemeinschaft, was übrigens, das sei nur nebenbei bemerkt, im Falle von DITIB noch nie ein Problem. Das ist dann aber auch alles. Und noch etwas liegt im Wesen des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts. Da er sich an einem bestimmten Bekenntnis orientieren muss, setzt er sich zwar mit den Bekenntnissen anderer Religionsgemeinschaften auseinander, aber er deckt sie natürlich nicht ab. Denn sonst wäre es ja kein bekenntnisorientierter, sondern ein bekenntnisübergreifender Religionsunterricht. Und das ist vom Grundgesetz so nicht vorgesehen. Und deswegen ist es eine absurde Vorstellung, wenn man einen Vorwurf gegen eine Religionsgemeinschaft daraus konstruieren wollte, weil sie auf die Vorgaben ihres eigenen religiösen Bekenntnisses achtet. Das ist genau das, wofür die Mütter und Väter des Grundgesetzes den bekenntnisorientierten Religionsunterricht geschaffen haben. Was man verlangen kann, und das gehört zu jedem modernen Religionsunterricht heutzutage dazu, ist natürlich der Blick über den Tellerrand. Ist der Blick hinüber zu anderen Religionen und Bekenntnissen, auch die Auseinandersetzung mit ihnen, aber auf der Basis der eigenen Glaubenslehre. Und speziell im Falle des islamischen Religionsunterrichts kann man an dieser Stelle hinzufügen, dass die ganzen anderen islamischen Verbände und Organisationen, die an einem runden Tisch des Kultus- und des Integrationsministeriums teilgenommen haben, das alles auch gut geheißen haben, also ausdrücklich diese Curricula für DITIB und Ahmadiyya gut geheißen haben, gesagt haben, ja, wir halten das für eine gute Idee, wenn die auf der Grundlage ihrer Bekenntnisse den Religionsunterricht nach diesem Curricula machen. Und noch eine letzte Klarstellung. Bekenntnisorientierter Religionsunterricht entsteht nicht aus Beratungen mit möglichst vielen Religionsgemeinschaften, wie es Punkt 5 des AfD-Antrags suggeriert, sondern wenn die Voraussetzungen für die Mitwirkung einer Religionsgemeinschaft vorliegen, dann hat sie auch einen Anspruch darauf, dass Religionsunterricht in Orientierung an diesem Bekenntnis erteilt wird. Das heißt, das ist eine rechtlich gebundene Entscheidung. Und umgekehrt gilt das übrigens auch, das jetzt mal an die Adresse der Linkspartei,
Umgekehrt gilt das auch, wenn eine Religionsgemeinschaft, deswegen habe ich das Beispiel mit den 37 und 13 Religionsunterrichten gebracht, wenn eine Religionsgemeinschaft nicht als Kooperationspartner des Staates im bekenntnisorientierten Religionsunterricht eintreten will, dann kann man ihr das auch nicht aufzwingen. Das ist eine Entscheidung, die die Religionsgemeinschaft zu treffen hat, meine Damen und Herren. Man kann das alles nicht wollen. Nur wenn man das nicht will, dann muss man das Grundgesetz ändern. Und solange das nicht geschieht und die Mehrheiten dafür nicht existieren, und ich halte ehrlich gesagt auch in der Sache nichts davon, weil mir nämlich die Idee, die dem deutschen Staatskirchenrecht zugrunde liegt, dieser Gedanke der besonderen Kooperation von Religionsgemeinschaften und Staat, die finde ich großartig. In ihrer Einzigkeit. Das können Sie auch sehen, wenn Sie es vergleichen, sowohl mit den laizistischen Systemen dieser Welt, wo Religion Privatsache, zur Privatsache erklärt wird, mit der Konsequenz, dass man teilweise überhaupt nicht weiß, was da vor sich geht, als auch natürlich im Verhältnis zu Staatskirchensystemen. Deswegen ist diese besondere Konstruktion des deutschen Staatskirchenrechts auch wirklich ein Wert, den es zu bewahren gilt. Und solange das so ist, und wie gesagt, ich habe begründet, warum ich auch in der Sache dafür eintrete, solange müssen wir natürlich dann auch nach Recht und Gesetz arbeiten, meine Damen und Herren. Und damit komme ich jetzt zu der konkreten Kooperation mit DTIP, weil nur auf der Basis dieser Bemerkungen können wir die Frage richtig stellen. Es geht nicht darum, ob man die Kooperation mit DTIP politisch will oder nicht. Darüber kann man die unterschiedlichsten Auffassungen haben. Die Frage ist aber ausschließlich die, ob DTIP die Voraussetzungen für eine Kooperation mit dem Land Hessen als Religionsgemeinschaft erfüllt. Wenn Sie das tun, haben Sie auch einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf diese Kooperation. Ob Sie das tun, ob Sie das noch tun, 2012 wurde es ja einmal positiv festgestellt, ja, daran gibt es Zweifel, die natürlich, das ist hier auch schon mehrfach begründet worden, durch die Entwicklung in der Türkei und die bestehenden Verbindungen zwischen DTIP und der Türkei, der türkischen Religionsbehörde, begründet sind. Und deswegen haben wir die Gutachten beauftragt, deswegen hatte ich DTIP eine Frist gesetzt, um bestimmte Vorgaben zu erfüllen. Und dann, das haben Sie in den Verlautbarungen der letzten Woche entnommen, haben wir auch etwas bekommen, einiges bekommen, durchaus substanzielle Dinge bekommen, aber nicht all das, was wir für nötig halten. Und jetzt, meine Damen und Herren, greift eben auch, wir sind im Bereich verfassungsrechtlich fundierter Ansprüche. Und deswegen, um hier abschließend rechtssichere Entscheidungen treffen zu können, muss man als Verwaltung den Sachverhalt vollständig ermitteln. Und da gebe ich einem der Vorredner vollkommen recht, da reicht es in der Tat nicht, wenn man mal einen Brief hin und her schreibt, sondern da muss man auch, das sind wir auch, in Gespräche eintreten. Da muss man auch notfalls Verwaltung Hinweise geben, da muss man klar machen, was die Erwartungen sind, was die Voraussetzungen sind. Und dann erreicht man irgendwann den Punkt, wo man auch sagen kann, also jetzt haben wir alles versucht, was irgendwie auf unserer Seite möglich und erforderlich war. Und jetzt können wir bewerten, ist das genügend, was auf dem Tisch liegt, oder ist das nicht genügend. Aber diesen Punkt haben wir schlicht und ergreifend im Moment noch nicht erreicht. Und wir werden das sauber aufarbeiten. Wir haben entsprechende Nachforderungen an DTIP gestellt. Wir werden diese Gespräche auch weiterführen. Und wir werden anschließend in einem ordnungsgemäßen Verfahren die erforderlichen Konsequenzen ziehen. Und solange dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, das haben Sie auch den Verlautbarungen der letzten Woche entnommen, finden wir eine Überbrückungslösung. Und diese Überbrückungslösung sieht so aus, nämlich dass auf der einen Seite kein weiterer Ausbau stattfindet. Das heißt, der Unterricht mit DTIP läuft an den Standorten und in den Jahrgangsstufen weiter, wo er bisher auch konkret beanstandungsfrei gelaufen ist, weil wir keinen Grund haben, ihn jetzt ad hoc zu beenden. Für diejenigen, die jetzt in der 6. Klasse sind, schaffen wir ein Alternativangebot in alleiniger staatlicher Verantwortung für die Klasse 7, weil unsere zentrale Leitlinie ist, und das wird auch für die dann zu treffende endgültige Entscheidung die zentrale Leitlinie sein, wir wollen die Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens auf keinen Fall ohne Angebot lassen. Und am besten ist dieses Angebot bekenntnisorientiert im Sinne des Grundgesetzes, aber wenn das nicht geht, dann stellen wir als Staat ein anderes Angebot zur Verfügung. Das werden wir jetzt überbrückungshalber teilweise schon im Schuljahr 2019/20 machen. Spätestens zum Schuljahr 2020/21 muss klar sein, wo die Reise hingeht. Deswegen habe ich auch gesagt, die endgültige Entscheidung muss in diesem Jahr fallen. Das werden wir auch vom Verwaltungsverfahren her einer entsprechenden Entscheidung zutreiben. Aber ich will auch noch einmal ganz klar sagen, wir werden uns dabei von niemandem treiben lassen. Und wir werden uns nicht von der Einhaltung unserer rechtsstaatlichen Standards abbringen lassen. Denn, meine Damen und Herren, uns geht es hier nicht um die schnelle Schlagzeile. Die könnte ich hier wirklich relativ billig haben. Das weiß ich auch. Hätte ich auch schon lange haben können. Aber hier geht es wirklich um die Sache, weil das für das Selbstverständnis des entsprechenden Unterrichts und für das, was aus unserer Verfassungsordnung dafür folgt, eine ganz zentrale Angelegenheit ist. Und gerade weil wir die Sorgen, die sich mit DTIP verbinden, so ernst nehmen, können wir Schnellschüsse an dieser Stelle überhaupt nicht gebrauchen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Lotz. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die antragstellende Fraktion hat beantragt, den Antrag direkt abzustimmen. Dann machen wir das. Wer für den Antrag der Fraktion der AfD ist, Beendigung der Kooperation mit DITIB, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion und die fraktionslose Abgeordnete Walter. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Antrag abgelehnt.